Moin Moin, willkommen zurück bei Grounded mit mir, den Heinrich, der Löwe. Und ja, ich kann auf. War doch gerade auf den Kopf. Bleib doch mal stehen. Und mit mir spielt Mathilde. Hi. So, Mathilde will heute analysieren. Und Bärenleder, also ja, also Bären, also so Bären zum Essen. Bären zum Essen. Weißt du noch, wo diese Stämme waren? Da hat man noch eine gute Ecke gefunden. Ja. Ist jetzt gerade schwer bei dem Licht dunkel, zu ne? sagen. Ja, und irgendwie ist es sehr diesig, habe ich den Eindruck. Scheiß Wetter. Ich glaube, ich gehe mal einfach da Richtung Rucksack. Da war bestimmt irgendwo was. Ja, ich will das Dach noch fertig machen. Das nervt mich irgendwie, das Dach. Dann kannst du die ganze Zeit reinpinkeln, das ist irgendwie doof. Mm. Und es ist aber hell genug durch den Mond. Ich brauche jetzt ja, keine... also es ist schon recht hell, aber es ist total diesig. Ja, es ist diesig, das ist richtig. Was ich sagen wollte, dadurch, dass es so diesig ist, kann man irgendwie nicht so wirklich sagen, wo Dings sind hier. Ja, ich weiß da... Ah, ich bin hier gerade tatsächlich bei Dendelions, also... Also du bist also Dings von mir, ja. Da bin ich gleich da, Also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Löwenzahn, ist hier so. Ja, ein Hauch Löwenzahn, wo ist er denn? Ja. Wo ist er denn? Also direkt da bei mir zu. Ja, ich sehe. Und da weiter rechts habe ich auch noch Löwenzahn gesehen. Danke, danke, du kannst gehen. Ja. Ah, ich höre Spinnen schnarchen. Hm. Das ist weniger schön. Baumfeld, Timba und Timo. Timon und Pumba sind. Achso, Timon und Pumba. Ja, es ist lange her. Kind. Solange du dein Wissen nicht mit dieser nicht existierenden Realverfilmung auffüllst, ist alles gut. Mathilde, du als Disney-Fan, hast du Mulan schon gesehen? Ja. Natürlich, und zwar den mit Mushu und General Li. Den einzig wahren Mulan aus den 90ern. Mushu. Klingt wie ein asiatisches Gericht. Ja, oder die Abkürzung von Mundschutz. Hast du deinen Mushu aufgesetzt? Hä? Ist auch nicht schlecht. Oh, diese scheiß Würmer. Ja, die Würmer, ne? Es ist. Das sind die Steine. Oh Gott, ich bin auch ein Idiot. Oh Gott, ich bin gerade hier voll an einer. Oh fuck. Ich bin hier bei einer Oh-Fuck. Leute, 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 Oh-Fuck. Ich bin hier gerade voll an der Spinne vorbeigerannt. Das war so ein bisschen Oh-Fuck. Aber die schläft doch bestimmt. Oh, hier ist auch noch Clay. Nee, eben nicht. Ich bin ja so unklug an der vorbeigelaufen, dass sie eben nicht mehr geschlafen hat. Oh, ich kann da... Je nachdem, wie viel Berry Leather und so ich mitbringe, könnte ich vielleicht auch ein bisschen Clay mitbringen. Brauchen wir noch Clay? Ach. Wasserflöhe sind hier auch noch. So von wegen Essen. Kannst du alles mitbringen. Bring alles mit. Wir haben noch Truhen und Platz. So, einfach muss ich gucken, wie ich da wieder hochgeklettert komme, wo das Bärenleder war. Aber hier ist auf jeden Fall der komische... Ja, ich weiß, ich rede komisch mit dem komischen Ding. Ja, ich höre dir gespannt zu, um mitzukriegen, was du da meinst. hier da diesen Plastik-Frosch da. Ja. Oh, Spinne ist wach. Moin. Auch schon wach. Ist jetzt natürlich kein Holz, sonst könnte man da ja einfach mal so eine schöne Treppe hochbauen, habe ich mir gerade überlegt. Oh, die kommt. Ich hoffe, dass demnächst mal die Sonne aufgeht, weil ich glaube, es ist ganz schön anstrengend, auf dem Baum rumzuklettern, wenn es dunkel ist. Jupp.
Ja, ich will ja nichts tun. Ich will nur auf diesen Baum hoch. Dafür muss ich mich erstmal orientieren. Wenn ich den Eindruck habe, dass diese Bäume eher Büsche sind, aber läuft. Vor allem, wenn es hell wäre, dann könnte ich auch die Beeren einfach so von den Ästen runterschießen und dann würden die einfach runterputzen. Mit dem Bogen so runterschießen? Ja. Clever. Ja, es geht nämlich. Da oben war ja auch noch was, aber ich muss den richtigen Aufgang auf diesen Baum finden. Ach, da ist ein Sachs. Ach, hier ist auch ein Stamm. Jetzt, wo der Mond weg ist, ist es ein bisschen dunkler geworden, ne? Obwohl gleich die Sonne aufgeht. Bin ich doch gerade schon hochgelaufen, oder? Ja. Wie und wo komme ich hier hoch? Ach, das ist ein Fenster. Ah, ich glaube, hier ist man irgendwo gekommen. Eventuell. Ich bin mal gespannt, das eine Teil vom Dach ist ja irgendwie für mich, das hast du ja gesetzt, das passt ja bei dir, bei deiner Ansicht. Ach so, ja. Bei mir ist es tiefer, mal gucken, wie es aussieht, wenn ich es baue. Ja, es sieht tiefer aus. So, jetzt könnte man auch so eine Halterung gebrauchen für die Stämme, verdammte Axt. Ich schmeiß sie erstmal hier hin. Ich habe meine erste Beere abgehauen. So eine Halterung haben. Ein Aufbewahrungstool. Ja, baust du. Ja, baue ich auch. Mach ich auch. Ich, Heinrich, baue ich, was ich will. Das ist doch schön. Ja. Oh, langsam wird es endlich heller. Das ist Hurra. Schön. Ach, das wollte ich auch noch bauen. Das kann man hier so außen hin bauen. Das ist ich habe jetzt keinen Bock auf eine. Oder hier so. Nee, Marienkäferlarve. Ja, doch so hin. Alleine habe ich keine Lust, gegen Marienkäferlarven zu kämpfen, auch wenn ich eine alleine schaffen würde. Aber ich habe trotzdem keine Lust. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ist immer noch so ein... Nein, nein, nein. Ein bisschen Sepp nehme ich noch mit, aber ich habe immer noch keinen Aufgang hier hochgefunden. Ich komme bald wieder. Ich nicht drei Gras gefunden. Ach, verdammte Axt. Katze. Mach nix und, ne? Genau, setz dich da hin, seine brave Katze. Ah ne, warte mal, die anderen... Die Kleeblätter waren hier, glaube ich, hier hinten. Ach, die wachsen schon wieder bei uns, ihr kleinen Arschlöcher. Hier bin ich gerade ziemlich dumm und renne idiotisch im Kreis. Ich bin doch schon auf diesem Scheißding rumgeklettert. Wo bin ich denn da hochgegangen? Menno. Das weiß ich nicht. Oh, ich glaube, da könnte ich hochkommen. Das sieht gut aus. Hier sieht's gut aus. Genau, und da ist auch so ein schönes Labor, nämlich. Oh. Die haben was gelernt. Oh, Insektenhammer. Was kann man damit machen? Habe ich noch nicht geguckt. Ich bin noch am Analysieren. Spider Venom, das ist geil. Das brauchen wir. Das muss geil sein. Ja, warte, so, jetzt will ich aber mal gucken, was ist das mit dem... Ah, Berry Leather und Stinkbug Part. Da hat man dann halt einen besseren
Das ist ein besserer Hammer. Und wir haben auch die Insektenaxt, können wir auch mittlerweile bauen. Oh, dann können wir bessere Sachen um. Und dafür brauchen wir noch ein Ladybug-Head und von Bombardierkäfern brauchen wir 3 Teile und Webfiber. Okay. Ach ja, Bombardierkäfer waren ja nicht die Stinkbugs, ne? Genau, die Stinkwanzen, also die Bombardierkäfer sind die Arschlochkäfer. Ja, ich weiß. Weil wir haben noch diese Mission 5 Stinkbug-Killed. Brauchst du Ameisenteile? Hier sind noch so viele Ameisen. Ja, da kann man uns ein oder andere mit basteln. Ich weiß zwar gerade nicht aus dem Kopf was, aber man kann was basteln. Endlich kommt die Sonne und scheint mir ins Gesicht. Ach, 3 Gras, verdammt. Dry Grass. Was hab ich denn jetzt gedrückt? Ich muss vor allem hinterher hier nochmal den ganzen Boden absuchen, weil ich jetzt gerade so viel Beeren hier abschieße. Oh oh. Das ist ja scheiße. Was denn? Ich habe meine Ego-Sicht verloren. Du hast Third Person? Ja, das will ich nicht. Ja, würde ich jetzt auch nicht wollen. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt, hier in Ego-Perspektive zu spielen. Nein, ich werfen, du Horst. Gib mir mal einen Speer. Ich bin Peter. Ich will nicht Peter sehen. Oh, was habe ich denn da gedrückt? Ich kann winken. Goodbye. Goodbye. Cool. Drück mal T. That's fine with me. Wusste ich gar nicht. Oh, jetzt habe ich wieder geworfen. Wie ändere ich diese Ansicht? Das nervt mich jetzt. Ich will den Bengel nicht sehen. Oh, dann trinke ich erstmal einen Schluck Eistee. Ah, sind diese Spiderlinge hier. Man sollte schon beim Keyboard gucken. Vielleicht war es der Kameramode? Ja, kannst du mit U ändern. Okay. Ich bringe euch Kopfschmerzen. Oh, jetzt habe ich selber welche. Puh. Weil ich hier so schön brav Spiderlinge töte, kriege ich auch Webfiber. Also Spinnennetz. Ich muss hüpfen, um hier die Decke zu bauen. Ja, das haben wir schon mal festgestellt. Ja, okay. Ja. Oh, ich glaube, das Dach... Nee, die Ecke ist hier. Die sieht bei mir noch scheiße aus. Und falsch. Mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ich glaube, das haben wir schon mal geguckt. Die Konstruktion sah bei dir auch schon richtig aus, aber bei mir nicht. Da muss ich schon ein bisschen was sammeln. Fuck you. Bitte. Ich will jetzt gleich mal mit so einem Dendelion-Taft hier runter zu schweben. Aber Drygrass haben wir noch. Ich glaube, ich habe jetzt langsam genug Beeren geerntet. Ich weiß nicht, ob ich gleich sterbe. Ja, wenn es so... Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, das wollten wir auch mal zusammen machen, aber ist ja egal, mach mal. Dann sehen wir, ob das funktioniert. Musst du das auswählen? Steht Shift. Ich glaube, du musst es nämlich wie ein Gegenstand haben, oder? Ja, das habe ich ja. Empty? Ich probiere erstmal einen kleinen Sprung. Auf so ein Blatt. Oh, wie viel passen da drauf? Ist ja cool. Ups. I'm thirsty. Ah, der Eistee schmeckt scheiße. Ist von Rewe, beste Wahl. Naja. Hat mir jetzt nicht so geschmeckt. So. Da springe ich jetzt nochmal. Ein Sprung des Glaubens. Hui! Man hat da aber nicht ewig Hangtime.
Man kann nicht ewig dran hängen bleiben. Ja. Oh. Nein! Ganz knapp. Ich hätte ihn fast erwischt mit dem Stab. Ja! Das finde ich ja toll. Zu Tode geworfen. Ich sorge hier für Essen. Jetzt nochmal. Yeah! Ich sehe nur für Belly Leather. Double Kill. Woo! Ich bin hier ein richtiger Stabwerfer hier. Ich bin richtig cool. Yeah. Aber es ist wirklich schon cool. Wir haben unten hier diese Mauer gebaut und so eine Verteidigung und der Arschlochkäfer kam nicht mehr. Also wenn ihr hier auch baut und den Arschlochkäfer loswerden wollt, einfach da unten das zubauen. Wahrscheinlich hätte da auch hier eine ganz normal eine Wand mit Grashalmen was gebracht. Aber naja. Wahrscheinlich. Ah, ich habe. Oh, ich habe doch ganz schön viele Bären runtergehauen. Zumindest liegen hier jetzt eine ganze Menge Bären auf dem Boden. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich so viele Bären runtergehauen habe. Oh, gut. Ach, dich habe ich übersehen. Auch du wirst abgeschlagen. Hey Ameise, gehört mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Ups, das war die Ameise. Oder hast du jetzt Stress mit der Ameise, würde ich sagen. Ne? Scheiße. Hey, bleib stehen. Jetzt bin ich voll. Da liegt noch. Ich habe 28 Berry Chunks schon gesammelt. Gut, oder? Ach, hier ist 3 Gras, cool. Soll ich noch ein paar Wasserflöhe mitbringen, wenn ich nach Hause komme? Ja, bring mit, wenn die schlecht werden. Ah, wir müssen. Ja, klar, die müssen wir müssen Stinkkäfer, Bombardierkäfer killen. Ich brauche noch 3 Bombardierkäfer-Teile. Dann können wir nämlich da Raw Meat machen, also das Abhängersfleisch. Ah, okay. Dann wird es hoffentlich haltbarer. Dach hatte ich. Oh, wie viele Beeren hängen hier denn noch? Ich habe jetzt genug Beeren. Ich habe 30 Beerenteile. Das sollte erstmal reichen. So, das Dach sieht fertig aus. Sehr jetzt schön. Jetzt fehlen nur noch die Lämpchen, ne? Hier ist ja jetzt auch noch Lehm. Ja, da fällt Rope. So, Wasserflöhe, wo seid ihr? Wasserflöhe, hallo. Da ist ein weißer Floh. Komm her, du Tanzdings. Tanz den Wasserfloh-Tanz. Mal gucken, wie viel Wasserfloh-Fleisch ich mitbringen kann. Ach echt, hier fehlt hier noch hier diese Fiberseile. Kann ich auch noch bauen, 3 Stück. Ja auch. Fiber. Leider nur einmal Wasserflohfleisch mitbringen. Warte, ich guck mal, was ich sonst habe, was ich wegwerfen könnte. Waterflea Meat. Ich habe da noch eine Fackel, die fast im Marsch ist. Da kann ich nochmal Wasserflohfleisch mitbringen für. Ist doch, da komme ich nicht hoch. So. Dann, da geht's Richtung nach Hause. Dann bin ich unterwegs, lieber Heinrich. Oh shit. Was denn jetzt schon wieder? Ich habe aus Versehen meinen Speer geworfen und der ist irgendwie entweder hier dran vor. Ah.
Der ist auf den Stein gelitscht. Ja, also wenn du magst, können wir gerne, wenn ich zu Hause bin, Arschlochkäfer jagen gehen. Ja, ich wollte jetzt noch, ich sammle ganz kurz noch ein bisschen Fiber. Alles gut, ich muss sowieso erst nach Hause kommen. Muss ich essen, trinken und dann können wir Arschlochkäfer jagen. Ja, wie gesagt, ich muss sowieso erst nach Hause kommen. Ich weiß auch, wo einer steckt. Das ist gut. Bei einem Arschlochkäfer gesächtet. Gesächtet? Ja, gefunden. Gesichtet. Oh, fuck! Fuck. Ich bin gerade fast einer Spinne in die Klauen gerannt. Nee, mach doch sowas nicht. Oh, hier sind zwei. Warte mal, das könnte ich eigentlich noch tragen. Oh, jetzt ist da die Spinne. Geh weg, Spinne, ich will Zeug mitnehmen. Oh, sollte reichen. Wenn ich schon hier bin und hier so wunderschöne Weedstämme sind, dann nehme ich die doch mit. Jo, hinterm Haus kannst du sie dann abstellen, ne? Kann ich noch mehr tragen? Oh, die türmen sich schon, die Ameisen. Die türmen sich schon. So. Ups. Ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon so an einem Löwenzahn vorbeikomme, kann ich eigentlich ja auch ein paar Holzstämme mitbringen, ne? Ich bin noch etwa 2 Meter entfernt. Noch etwa 1 Meter. Ich bin gespannt. Dann trinke ich hier schnell noch einen Wassertropfen weg, bevor du das machst. Ich habe ganz viel Saft zwischendurch getrunken. So, gegessen habe ich auch. Sehr schön. Ein Vieh ist noch für dich auf dem Grill. Ja, ich bringe Wasserflohfleisch mit. Du kannst ja gleich draufballern. So, wo ist jetzt der... Auf der anderen Seite, okay. Nein, ich will die ablegen. Sehr schön. So, Fackeln sind oben auch gebaut. Hier unten müsste ich jetzt nur... Oh nein! Was denn? Bei mir ist wieder alles auf einem Haufen. Ich gebe dir mal schnell das Wasserflugfleisch, damit das braten kann. Ja. Das ist scheiße. Ich kann es nicht braten. Ich kann das Fleisch nicht braten, das Wasserflohfleisch. Das kann man nicht braten? Faszinierend. Ich logge mich einmal aus und wieder ein. Ja. Voll doof. Und bring mich dann auch ein. Oh, ich hatte vorher noch... Ach nee, die Dinger waren ja weg. Wer schmeißt denn schon wieder Gammelfleisch hier rum? Das hat hier nichts in der Basis zu suchen. Böse, böse, böse. Ich war's nicht. Ameisen. Ich hab hier was für euch. Na los, hinterher. Hol's dir.
Ja, holt's euch. Oh, ich habe ein paar Ameisen befreit. Und ich muss dringend meinen Spawnpunkt wieder aktualisieren. Momentan ist mein Spawnpunkt nämlich, ja. Noch da bei der Anfangsbase, ja? Ja, ja, genau. Jetzt sind... Jo. Jetzt muss ich nämlich wieder einen Meter weit laufen. Toll, was macht man mit diesem Waterflow? Vielleicht kann man das roh essen. Das esse ich nicht. Achso, ein Mushroom-Ding wollten wir auch noch bauen, ne? Ah, da brauchen wir auch Spoil-Meat. Das können wir auch draußen bauen. So. Das ist doch super, wenn wir da endlich mal was haben, wofür man das Spoil-Meat nutzen kann. Das baue ich aber hier bis mit Abstand. Das muss ja nicht ein. Hier geht's nicht. Ach, das stinkt, ne? Ich pack das mal hier unten am Eingang hin. Muss ja nicht alles oben sein. Nee, das Essen, uns klauen uns die Ameisen noch die Pilze. Ist auch blöd. Die Ameisen sind bestimmt Pilzdiebe. Ich mach jetzt erstmal ganz viel Berry Leather. Oh nein, da ist eine Stelle, die ist nicht fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tut. So, jetzt muss ich mir erstmal das Dach anschauen. Muss ich eh gedrückt halten. Bei mir sieht es jetzt übrigens auch scheiße aus. Kannst du mal bitte mal noch einen Tuck nach vorne gehen, dass ich auf dich springen kann? Ich will diese eine Ecke wegmachen, die sieht jetzt nein. Auch scheiße aus. Aber die sieht jetzt auch bei mir kacke aus. Ja, aber hier ist auch noch nicht fertig. Ich kann nicht. Ich soll mit E gedrückt halten. Da kann ich nicht. Ja, ich stehe hier doch schon. Ich muss mal kurz auf dich drauf springen. Ey. Ja, mach doch. Na, Mist, ich falle automatisch runter. Toll. Nein, da war es doch schon. Oh. Ja. Endlich. Oh. Jetzt sieht bei mir die eine Ecke auch doof aus, deswegen reiße ich die jetzt ab. Toll. Die hier ist, dass die doof aussieht, ne? Bei dir ja, auch. Ja, bei ne? mir auch. Manchmal gerade hatte ich. Achso. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Ja. Da steckt in mir drin. Ich hab einen neuen Speer. Hey, gib mir einen Speer. Behalt ihn doch. Oh Mann, ey, jetzt echt, ey. Ich hab das wirklich jetzt 20 Minuten gebaut. Ey, warum krieg ich den Speer nicht? Ich will den Speer haben. Hab ich ihn? Nein, ja. Er ist aus der Basis gefallen. Ah, das ist jetzt echt scheiße. Ich habe nicht gedacht, wenn ich hier einen so ein Ding abbaue, dass der Rest einstürzt. Ganz ehrlich, dann hätte ich es so gelassen, wie es war. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass mein Speer dich trifft. Nee, ist klar. Weißt du was, wir machen das anders. Wir machen kein Spitzdach, wir machen da einfach nochmal einen Boden hin. Aus Gras? Ach, ärgerlich, ey. Das ist echt ärgerlich. Hat man es erst aufgebaut?
Naja, ja, das kommt dann der... Ja, das kannst du wahrscheinlich... Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man, wenn man ein Ding abreißt, dass dann die ganze Konstruktion in sich zusammenbricht, also... Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich brauche. Spoiled Meat und Crude Rope. Ja, Spoiled Meat, das ist ja, kriege ich wahrscheinlich durch den Wasserflow-Scheiß, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Fiber, Fiber. Ich brauche jetzt eh ein paar Grashalme, ne? Ne, euch lasse ich mal am Leben. Hm. Was für ein Kackgeräusch. Blub. Mir die Sonne unter, Mensch. Na, voll doof. Cool, diese komischen Viecher, die wir essen, die können ja nicht hochklettern oder so bei uns direkt an der Basis. Die sind da ein bisschen gebuggt, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt töten, weil wir haben noch etwas Essen. Aber ich finde es gut, wenn die verbuggt sind. So. Oho. Nice. Ja, dann machen wir nächste Folge, jagen wir Arschlochkäfer. Okay, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Deko. Ja, das ist wichtig. Das ist ja, wir bauen hier unsere Basis. Das ist hier, das ist das Wichtigste im Spiel. Jetzt haben wir schon 3 von diesen Viechern. Locken wir diese Viecher auch an, diese komischen Flöhe hier? Effets. Ja. Einer ist sogar direkt an der Blume. Hm. Cool. Ach, hier ist auch einer. Da muss ich wohl ein bisschen weiter weggehen. Sonst, weil wenn die dann immer so doof rumlaufen, doch super. Brauchen wir nicht weit laufen zum Essen jagen. Wir müssen auch mal wieder Zap. Ja, wir brauchen unbedingt Zap zum Heilen. Gerade du hast ja keine Verbände. Liege ich mit meiner Annahme richtig? Doch. Nee, nein, meine ich. Du hast Verbände? Si, si, claro. Oh. Respekt? Ich hätte gedacht, du hast keine. Tja, kannst du mal sehen. Wie viel hast du denn? 3. Okay, das ist so, ja, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber besser als 0. Ich hätte jetzt gedacht, du hast 0. Hm. Boah, endlich steht hier ein Tisch, dann kann ich hochhüpfen. Der Tisch ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig, oder? Ja, aber ich kann schon drauf stehen. Doch, der Tisch ist fertig, okay. Boah. Ich kann doch nicht so schnell drücken. Was machst du da? Boah. Man muss das ein bisschen abpassen. Mit dem Tisch ist doof. Guck mal, unser erster Sessel ist fertig. Hm. Kann man sich da auch reinsetzen? Ja, doof. My mistake. Aber sieht gut aus. Hey, ja. That's acceptable. Bye. That's acceptable? Ja. Farewell, my friends.
don't even need to boil it. Ja, vielleicht sollten wir doch so einen Wassertank mal aufbauen. Hm. Ja, es ist eigentlich unsere kleine Farm hier, ne? Ey, nicht alle töten, nur das, was du zum Essen brauchst. Mathilde, wir töten nicht aus Spaß. Wir töten nur das, was wir verbrauchen. Oder brauchen. Verbrauche ich doch. Weh ist vergammelt. Brauchen Spoiled Meat? Nicht direkt am Eingang die Grashalme kaputt machen. Sonst kommen diese Viecher nicht wieder. Okay. Hast du hier schon so eine Sammelstelle für Grasplanken gemacht? Nö, kannst du bauen. Ich dachte eher, wir bauen nichts mehr mit Gras, aber nachdem du das Dach abgerissen hast, können wir es wieder machen. Man weiß nie, was noch kommt. Ja, vielleicht brauchen wir irgendwie was Neues mit Grashalmen. Das ist alles gut. Das Grundbaumittel hier kann man immer gebrauchen. Die Stühle brauchen außerdem auch Grasplanken. Perfekt. Und Crude Rope und Sprig. Ich hab die nächste Graslieferung. Sehr schön. Aber rauch nicht alles auf einmal. Stell dir vor, hier wäre eine Grasplantage. Da könnten die kleinen Kids hier aber echt... da können die ja jahrelang von rauchen. Mm. Please accept my apologies. So, ich habe jetzt hier direkt neben das erstmal angefangen, ne? Mhm. Ist natürlich noch nicht fertig. Was braucht das denn? Fiber? Pebbles, dry grass und hier die Dinger. Crude Rope. Ja, die Ropes brauchst du für alles hier irgendwie. Dann wird es eine Baufolge. Ist doch auch mal schön. Ja, ich baue gerne ab und zu mal. Ja, so ein gesunder Mix zwischen Bauen, Erforschen und Töten. Ja. Bin ich zufrieden. Ja. Ach, das Dach ist... Nee, da. Ah, du hast ja so ein schräges Ding noch angebaut. Sehr gut. Ja, ich weiß. Wo man da so manchmal runtergeglitscht ist. Dach ist fertig! Juhu! Keine Ropes mehr? Die Dinger sind hier aber echt extrem viel gerade. Diese Effets. Ja, die sind bestimmt auch angelockt worden hier. So. Was brauchen wir da noch? Zap. Zap, zap. Sprig und... Ja. Dann haben wir das ja schon fast fertig da. Übrigens die nächste Graslieferung. Mhm. Guck ich mal draußen, was wir noch da brauchen. Pebbles. Also Fiber, Fiber. Das geht ja ganz schnell. Wieso? Hä? Hast du was abgebaut oder spinnt das wieder bei mir hier? Wieso abgebaut? Ich habe was aufgebaut. Bei mir sieht jetzt nämlich die erste Etage irgendwie ein bisschen falsch aus. Hä? Nee. Ja, weil so wie ich... Also erstmal ist hier auf einmal eine... Ja, bei mir ist jetzt auf einmal ein Sessel hier im Boden.
Und auch eine Lampe ist hier. Dafür stimmt hier das Erdgeschoss, also. Die an die Zuschauer gerichtet. Wenn ihr das auch spielt, auch mit Leuten, und ihr macht das per Host, so wie wir, nicht auf dem Server, schreibt mal, ob ihr da auch so Probleme habt wie wir. Das wäre mal interessant zu wissen. Ich meine, ja, es ist ein Early Access Spiel, aber vielleicht kann man das ein oder andere, den Fehler vielleicht irgendwie ausbügeln. So. Fiber, Fiber. Ja. Jetzt habe ich auch Spoil Meat. Sehr gut. So, jetzt sind die Pilze fertig. Und. Cool, jo. Deine. Wie hast denn da die Grashalme so sauber aufgebaut? Tja. Einfach auf G gedrückt. Ist ja hardcore. Ich war auch sehr begeistert davon, als ich das gesehen habe. Ich schmeiß die einfach immer hin. Ja, ich habe auch die nur hingeworfen und die waren dann da so schön ordentlich sauber aufgestapelt. No water filtration tablets needed. So ein Wasser. Ich habe mich nicht beschwert. So ein Wassertank baue ich dann aber ins EG, ne? Okay. Wenn ich schon mal finde, wo der war hier, Wassertank. Denkchen. Smoothie Station hast du ja auch schon gebaut. Mhm. Dann haben wir da ja alles durch. Wassertank. Konstrukt. Guck mal, den hinpacken. Ich finde, er macht sich sehr gut unter der Treppe. Weil wenn man mit seinen dreckigen Schuhen quasi über die Treppe läuft, dann fällt er immer schön Dreck runter. Spinne! Brauchst du Hilfe? Nach Hause. Okay. Eine angemessene Reaktion. Sehe ich sie auch nicht mehr. Oh, du hast das Ding fertig. Cool. Welches Ding? Achso, ja, das, ja. Eine Nussschale fehlt noch. Kacke. Naja. Ich mache jetzt gerade ganz viele Seile. Jupp, kann man immer gebrauchen. 13 Stück habe ich gerade gemacht. So, ich bringe den Ameisen, weil ich so nett bin, nochmal. Oh, es sind schon Pilze gewachsen. Oder muss man da wieder Spoiled Meat reinpacken? Nee, ne? Ich hab keine Ahnung. Und jetzt sammeln sich hier. Oh. Was denn? Hier sammelt sich alles bei mir in einer Ecke. Auch die Leuchten und so. Das ist echt ein bisschen. Hey Jungs, ich hab mal wieder was für euch. Hier, guten Appetit. Es rollt. Da. Hol's dir. Na komm. Komm, mein Kleiner. Hol's dir. Brave Ameise. Da ist es jetzt hier. Naja. Ihr checkt schon. Bombardierkäfer. Nein, das hat's nicht gebracht. Hier liegt die Ordnung. Ah, ich habe jetzt auf Superquit gedrückt. Oh oh. Ah, Sprig brauche ich noch. Sprig, Sprig, Sprig. Und Fiber und Sprig, Sprig, Sprig. Die baue ich. Ich würde sagen, wir machen hier auch eine kleine Pause. Okay, aber ich baue noch die Stühle fertig im Offscreen. Mach das. Gut, dann geht die nächste Runde aufs Ding, auf Bombardierkäferjagd erstmal. Genau. Damit wir da endlich unser Warmmeat machen können da. Dann machen wir da noch ein paar Pfeile, ne? Pfeile, ja, Pfeile können wir auch gebrauchen. Dass wir dann genügend Pfeile da haben. Jupp.
Aber ich glaube, für Pfeile müssen wir auch, Mightfass. Ja, das gab's von diesen komischen Facehacker-Milben da, ne? Genau. Gut, dann müssen wir aber eigentlich noch was da haben. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. So, jetzt falle ich erstmal wieder durchs Level. Ist das ätzend. Naja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like und einen Kommentar. Und wenn ihr wisst, wie man, ob ihr auch solche Probleme habt wie wir, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Oder vielleicht habt ihr auch eine Lösung. Oder vielleicht wollt ihr auch nur mal ein liebes Wort da lassen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.